Kolleginnen und Kollegen, ich rufe nun auf den Dringlichen Entschließungsantrag der Fraktionen SPD, DIE LINKE und der FDP betreffend Ehe für alle endlich umsetzen, Drucksache 19/5066, Tagesordnungspunkt 70, zusammen mit Tagesordnungspunkt 75, Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Frage der Öffnung der zivilrechtlichen Ehe auch für gleichgeschlechtliche Partnerschaften, Drucksache 19/5080. Redezeiten wurden 5 Minuten vereinbart. Und als Erstes spricht Kollege Schäfer-Gümbel für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Debatte um die Ehe für alle als Bekenntnis zur Gleichheit im Recht findet morgen im Deutschen Bundestag ihren vorläufigen Abschluss. Und das ist aus unserer Sicht ein Grund zu wirklicher Freude. Die Entscheidung des Deutschen Bundestages, die wir erwarten, ist eine wirkliche Richtungsentscheidung. Und deshalb haben die Fraktionen von SPD, DIE LINKE und FDP einen gemeinsamen Antrag Ehe für alle endlich umsetzen eingebracht. Die Begründung liegt auf der Hand. Eine breite gesellschaftliche Mehrheit, in aktuellen Umfragen deutlich über 80%, ist schon lange der Auffassung, dass die Frage der Ehe unabhängig davon, ob sich Mann und Frau, Frau und Frau oder Mann und Mann lieben, möglich sein muss. Darüber haben Bundestag und Landtag dutzendfach in den letzten Jahren beraten. Der Gesetzentwurf aus Rheinland-Pfalz von SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und FDP ist eine gute und verfassungskonforme Grundlage. Das Thema ist morgen entscheidungsfähig. Entscheidungsreif ist das Thema seit vielen Jahren. Die Debatte der letzten Tage war teilweise skurril, nachdem die CDU-Vorsitzende und Bundeskanzlerin die Entscheidung für die CDU zu einer Gewissensentscheidung erklärt hat. Dass sie von einer Gewissensentscheidung spricht, gleichzeitig aber die CDU-CSU-Bundestagsfraktion über die Geschäftsordnung einer Abstimmung verhindern will, ist entweder Ausdruck einer Meuterei innerhalb der CDU-CSU oder Chaos. Der Entscheidung ist es nicht angemessen. Die Argumente gegen die Ehe für alle, Herr Pentz, sind zudem verwirrend. Niemand wird etwas genommen bei dieser Entscheidung außer Vorurteilen. Horst Seehofer erklärt am heutigen Tage, die Ehe zwischen Mann und Frau bleibt das Leitbild der CSU. Ihr MdB Martin Patzelt erklärt, die unverzichtbare Voraussetzung für die Wirksamkeit, gemeint ist in diesem Falle die Ehe, war und ist der Wille zu leiblichen Kindern. Wollen wir jetzt ernsthaft Tausenden von Ehen in Deutschland trennen, deren Wille das eben nicht war? Ich sage Ihnen, nehmen Sie sich ein Vorbild an Ole von Beust, der heute sagte, ich verstehe die Aufregung nicht, weil es nichts Konservativeres als die Ehe gibt. Deswegen wollen wir die Kolleginnen und Kollegen im Deutschen Bundestag mit diesem Entschließungsantrag ausdrücklich unterstützen und bitten Sie in namentlicher Abstimmung, die ich hiermit beantrage, um Ihre Zustimmung. Lassen Sie mich am Ende meiner kurzen Redezeit ein paar wenige Bemerkungen zum Antrag der Koalitionsfraktion machen. Sie begrüßen im ersten Absatz Ihres Antrags, dass die Bundeskanzlerin eine Gewissensentscheidung ausgerufen hat. Zweitens. Im zweiten Absatz erklären Sie, dass es unterschiedliche Auffassungen gibt. Wenn ich das mit den Zwischenmeldungen der letzten Minuten, dass es keine freigegebene Abstimmung geben soll, zur Kenntnis nehme, dann kann ich nur sagen, dass das Einheitsdogma der Koalition hier offensichtlich über die Gewissensentscheidung gestellt wird. Wenn es anders ist,
Wenn es anders ist, Herr Pentz, freue ich mich und freue mich auf die Abstimmung, die erfolgt. Ich will aber deswegen möchte ich am Ende meinen Freund Frank Staus zitieren, der in einem Blog in diesen Tagen Folgendes formuliert hat. Der Vorgang, gemeint ist damit das Brigitte-Interview von Bundeskanzlerin Merkel, ist die trostloseste Verkündung einer gesellschaftlichen Reform in der Geschichte der Republik. Nach den Jahrzehnten des Kampfes hätte die Ehe für alle einen würdevolleren Einzug in das Recht der Deutschen verdient. Der Antrag von Schwarz-Grün trägt zu der Würde, die Frank Staus einfordert, ausdrücklich nicht bei. Deswegen appelliere ich am Ende nochmals an Sie, die Abstimmung am heutigen Tage freizugeben zu beiden Anträgen. Das wäre dem Thema und dem Aufruf der Bundeskanzlerin angemessen. Herzlichen Dank. Das Wort hat Herr Kollege Klose für die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich gebe zu, selten hat mich eine Situation, zu der ich hier spreche, emotional so berührt wie diese. Der Grund sind nicht die Anträge, sondern der Grund ist, dass wir uns am Vorabend einer Entscheidung im Deutschen Bundestag befinden, auf die ich jedenfalls mein ganzes bisheriges politisches Leben hingearbeitet habe. Ich habe mich sehr intensiv gefragt, was an einem solchen Vorabend eigentlich die wirklich angemessenen Worte und Sätze zum Thema sind. Morgen geht hoffentlich ein Vierteljahrhundert Kampf um die rechtliche Gleichstellung aller Paare auch in diesem Land zu Ende. Von dem Moment an, in dem homosexuelle Menschen auch in Deutschland aus den Schränken kamen, ihre Gesichter zeigten und sich selbstbewusst und kämpferisch für ihre Rechte eingesetzt haben, über die Aktion Standesamt am 19. August 1992, als 250 lesbische und schwule Paare das Aufgebot bestellten und abgewiesen worden, bis morgen, wenn die vollständige Gleichstellung endlich beschlossen wird, zieht sich eine lange Linie in den Farben des Regenbogens. Und es ist zuallererst dieser vielfältigen Bewegung zu verdanken, dass wir im Jahr 2017 endlich auch in Deutschland soweit sind. Deshalb ist es mir gleich zu Beginn das wichtigste Anliegen, mich hier und jetzt bei all denen zu bedanken, die in den letzten Jahren für diesen Moment gekämpft haben. Die angefeindet, die beschimpft, die bespuckt, die drangsaliert und gequält wurden und die dennoch nicht nachgelassen haben. Wir haben euch unendlich viel zu verdanken. Der 30. Juni 2017, das ist euer Tag. Und wissen Sie was? Dieser Moment ist viel zu groß. Er bedeutet mir ganz persönlich und uns Grünen viel zu viel, als dass ich mich jetzt auf den letzten Metern auf Ihr Spiel hier im Hessischen Landtag einlasse. Deshalb ganz direkt und gleich jetzt zu Beginn, ja, CDU und BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN hier im Hessischen Landtag haben zur Öffnung der Ehe durch den Deutschen Bundestag unterschiedliche Auffassungen. Deshalb kann unser gemeinsamer Antrag leider auch nichts anderes abbilden.
Ich will da nichts verbrämen. Wir streuen auch niemand Sand in die Augen oder vertagen Dinge 30 Mal. So sind die Fakten, und um die wird nicht drumherum geredet. Und deshalb nutze ich die Gelegenheit, umso lieber unsere grüne Position noch einmal klar zu formulieren. Wie haben Sie mich gerade genannt, Herr Merz? Herr Kollege Klose, Augenblick bitte. Meine Damen und Herren, darf ich bitte das Wort nehmen? Herr Kollege Pentz. Herr Kollege Schmidt, haben Sie gesagt, dass der Kollege Klose geheuchelt hat? Dann rufen Sie ihm zur Ordnung. Sie haben das Wort, Herr Kollege Klose. Wollen Sie mit mir diskutieren? Ich habe Sie zur Ordnung gerufen. Punkt. Herr Kollege Wagner, haben Sie gesagt, zur SPD, dass nicht mehr alle haben? Danke schön. Also, ich respektiere, dass Sie meine Haltung jetzt nicht teilen müssen. Das ist in Ordnung. Ich teile Ihre auch nicht. Ich will trotzdem unsere Position noch einmal klar formulieren. Wir GRÜNE wollen die Öffnung der Ehe für alle Paare. Wir streiten seit vielen Jahren dafür. Wir haben vor mehr als 25 Jahren erstmals im Deutschen Bundestag beantragt, die Ehe für Homosexuelle zu öffnen, weil das sofort die völlige rechtliche Gleichstellung aller Paare zur Folge hat. Wir haben die Öffnung der Ehe vor 2,5 Wochen auf unserem Bundesparteitag zur Koalitionsbedingung gemacht und so einen Stein ins Rollen gebracht, den viele weitere politische Kräfte – und ich bedanke mich ausdrücklich dafür – und vor allem ein mutiger Fragesteller beim Brigitte-Gespräch dazu beigetragen haben, dass aus diesem Stein eine Lawine wurde, der sich auch die Bundeskanzlerin nicht länger in den Weg stellen wollte. Ein Bauchgefühl kann als dauerhafte Begründung im politischen Diskurs eines Rechtsstaats niemals genügen, um Ungleichbehandlung zu rechtfertigen. Dass das Bauchgefühl durch die Gewissensentscheidung abgelöst wird, ist deshalb wohl ein Fortschritt. Dennoch kann ich, so wie ich Respekt für unsere Position erwarte, auch wenn es mir manchmal schwerfällt, die Position von Menschen respektieren, für die es um ein religiöses Sakrament geht. Deshalb findet auch diese Haltung im gemeinsamen Antrag von CDU und GRÜNEN Niederschlag. Ehe und Familie. Genießen den besonderen Schutz, und ich finde, dieser besondere Schutz sollte dann auch bald für alle gelten, die den Mut und die Liebe aufbringen, sich zu binden, Verantwortung füreinander und auch für ihre Kinder zu übernehmen. Niemand verliert seine Rechte, wenn andere diese Rechte auch erhalten. Es ist wirklich genug Ehe für alle da. Oder wie Claudia Roth es neulich in ihrer unnachahmlichen Art sagte, wer unbedingt heiraten will, soll das doch können. Die werden schon sehen, was sie davon haben. Ich muss jetzt hinnehmen, dass es Ihnen dann heute noch einmal eine kleine Genugtuung verschafft, aus dieser Differenz zwischen uns Honig zu saugen, damit irgendjemand morgen im Bundestag eine hämische Bemerkung loswerden kann. Bitte sehr. Ich schenke Ihnen das. Es ist angesichts des Erfolges, den wir mit vielen anderen seit fast 3 Jahrzehnten erkämpft haben, mit vielen anderen, zu denen auch viele hier gehören, und über den wir uns heute freuen, noch nicht einmal eine Fußnote der Geschichte. Bitte auch diese kleinen Freuden. Das mache ich, Herr Präsident. Wir GRÜNE jedenfalls werden uns morgen viel Schwung holen für die nächsten Projekte. Wir werden mit der Community, die genau um den grünen Anteil am Erfolg weiß, mit Caroline Ehmke, mit Volker Beck, mit vielen anderen und den Regenbogenverbänden morgen in Berlin feiern, dass die Schwarte kracht. Vielen Dank.
Herren. Meine Damen und Herren, nur zu Ihrer Information. Ich habe eine Minute der Unterbrechung geschuldet, Herrn Kollegen Klose gegeben. Und ich habe eine Minute einfach geschaut, dass er gedanklich zu Ende kommt. Sie können sicher sein, dass alle diesen Puffer von mir bekommen werden. Das nur zur Information wegen der Redezeit. Ich rufe jetzt auf Herrn Kollegen Lenders für die Fraktion der FDP. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nach dieser sehr emotionalen Rede fällt es auch mir schwer, jetzt die richtigen Worte zu finden. Meine Damen und Herren, lieber Kai Klose, ich kann dir – wir bleiben jetzt beim Du, weil dafür haben wir auch zu lange für diese Sache auch zusammengekämpft. Vielerorts haben wir uns immer wieder begegnet und sind oftmals in Teilbereichen Diskriminierung, wo wir uns da gemeinsam haben gegen wehren müssen. Es ist jetzt schon von allen gesagt worden, mit der Ehe für allen. Es wird nicht irgendwem irgendetwas weggenommen, sondern im Prinzip gewinnen alle ein Stück weit was dazu. Meine Damen und Herren, uns als FDP-Fraktion, Kai, wenn du jetzt auf den Antrag anspielst, es geht uns überhaupt nicht darum, jetzt irgendwie Honig daraus zu saugen. Honig daraus zu sorgen, wäre ja so eine Geschichte nach dem Motto, wir würden jetzt die namentliche Abstimmung der GRÜNEN jetzt irgendwo vermarkten und sagen, die haben jetzt aber bei dem Antrag dagegen gestimmt. Hat keiner die Absicht. Kai, hat keiner die Absicht. Aber dass auch wir jetzt jahrelang dafür gekämpft haben, die Sozialdemokraten genauso, dass wir GRÜNE als Erstes, die FDP ist dann gefolgt, die SPD ist dann gefolgt und hat gesagt, es reicht jetzt mit dieser Diskriminierung. Mit uns wird es keinen Koalitionsvertrag mehr geben, wenn die Ehe für alle da nicht drinsteckt. Dass das auch ein Stück weit auch Politik war, Kai, wirst du uns auch zugestehen müssen. Und dass wir das dann auch mit einer Abstimmung hier im Landtag dokumentieren wollen, das würdest du an unserer Stelle, hättest du das genauso gemacht. Hättest du genauso gemacht. Meine Damen und Herren, Ehe für alle. Ich bin da oft gefragt worden, ja, muss denn das jetzt auch noch sein? Ihr habt doch schon so viel erreicht. Warum muss denn jetzt auch noch die Ehe für alle sein? Ihr habt doch die eingetragene Lebenspartnerschaft. Ich kann Ihnen sagen, ja, mit der eingetragenen Lebenspartnerschaft sind viele Diskriminierungen abgeschafft worden. Das muss man auch sagen. Das haben die GRÜNEN damals auch mit den Sozialdemokraten eingerichtet. Aber wenn Sie dann heute mit Ihren Eltern reden und Eltern haben, die Sie sehr liberal und sehr tolerant erzogen haben, und Sie leben in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft, aber dann an einem bestimmten Punkt Ihnen der eigene Vater dann sagt, du willst doch jetzt wohl nicht deine eingetragene Lebenspartnerschaft mit der Ehe deiner Schwester vergleichen. Meine Damen und Herren, da wissen Sie, es ist eben dann doch nicht das Gleiche. Selbst bei den Menschen, die Sie sehr liebevoll erzogen haben. Und meine Damen und Herren, wenn es einen Grund gibt, die Ehe für alle dann wirklich einzurichten und die Ehe für alle zu öffnen, dann ist es ein Stück weit auch dieser Situation geschuldet, dass es endlich in den Köpfen der Menschen ankommen muss, dass beide Beziehungen gleich viel wert sind, ob unter einem heterosexuellen Paar oder einem homosexuellen Paar. Ich darf an dieser Stelle auch sagen, die Diskriminierung wird dann nicht enden. Und wir werden auch an dieser Stelle weiter arbeiten müssen und wachsam bleiben müssen.
Alles das, was wir erreicht haben, was morgen vielleicht erreicht wird, das muss man den jungen Menschen und gerade auch jungen Schwulen und Lesben immer sagen. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Geht weiter auf die Straße und kämpft um eure Rechte, so weit wie wir auch gekommen sind. Es ist alles keine Selbstverständlichkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Meldung, Herr Kollege Wilken, Dr. Wilken für die Linken. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Na klar begrüßen wir es, wenn endlich selbstverständliche Rechte von Menschen auch in unserem Land anerkannt werden. Nicht mehr und nicht weniger, darum geht es. Und meine Damen und Herren, was mich eigentlich am meisten erschreckt hat, dass diese selbstverständlichen Rechte über mögliche Koalitionsoptionen zum politischen Spielchen verkommen. Das ist das, was mich die letzten Tage geärgert hat. Und was mich geärgert hat, dass es in der ein oder anderen Veröffentlichung so anhört, als wäre das jetzt der ganz große Durchbruch der Gerechtigkeit oder als würden wir hier gerade die Französische Revolution wiederholen. Es geht selbstverständlich um die Anerkennung von Rechten von Menschen, egal mit welcher sexuellen Orientierung, und das ist gut so. Und selbstverständlich begrüße ich es auch insbesondere für die ca. 40.000 Verpartnerten, die, wie Herr Klose aus meiner Sicht vollkommen zu Recht gerade dargestellt hat, jetzt erneut vor das Standesamt gehen können und sagen, jetzt Ehe. Und es ist ein Schritt dahin, gleichgeschlechtliche Beziehungen, Hetenbeziehungen gleichzustellen. Das ist gut so. Aber wir erleben doch auch noch etwas ganz anderes in diesen Tagen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD in der Bundestagsfraktion. Man kann sich durchaus auch an anderen Punkten aus dieser GroKo lösen. Und lassen Sie uns doch dann auch andere wichtige Dinge noch schnell regeln, so z.B. den Nachzug von Familienmitgliedern bei subsidiär Geschützten. Da geht es auch um Ehe. Oder eben auch, dass wir Ungerechtigkeiten abschaffen, weil wenn wir über die Gleichberechtigung aller Lebensentwürfe reden, dann rede ich durchaus auch über die Gleichberechtigung der Lebensentwürfe, die sich nicht für die Ehe entscheiden. Und das Problem bei Alleinerziehenden sind drohende Armut, unter anderem weil Kita-Plätze fehlen. Und das hat nichts mit der geschlechtlichen Orientierung der Alleinerziehenden zu tun. Lassen Sie uns auch gemeinsam diese Probleme angehen. Heute, morgen im Bundestag, ist der Zeitpunkt, wo wir uns darüber freuen können. Und ich sehe das durchaus auch als einen Schritt der Gleichberechtigung zwischen gleichgeschlechtlichen und heterosexuell orientierten Paaren. Machen Sie mit uns jetzt aber auch den nächsten Schritt in der Zukunft, dass wir die Bevorzugung der Ehe gegenüber anderer Lebensentwürfe auch in Angriff nehmen. Ich bin sehr dankbar für das Zitat von Claudia Roth, weil ein bisschen schwingt mit diesem Anspruch Ehe für alle ja mit, dass das jetzt der Lebensentwurf sein muss, den wir für alle auch vorschreiben. Das tun wir ausdrücklich nicht. Deswegen zum Schluss noch zwei Sätze zu dem Antrag der Koalitionsfraktionen. Ein Satz. Ich finde es sehr gut, dass Sie dort eine viel bessere Formulierung wählen, auch die korrekte Formulierung wählen, nämlich die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare. Das vermeidet den gerade von mir aufgeworfenen das mögliche Missverständnis dieses Postulats Ehe für alle. Es vermeidet auch das Postulat, dass jeder einen Anspruch darauf hätte, eine Ehe schließen zu dürfen, wie ich das auch schon gehört habe. Eine zweite Bemerkung, dass Sie
in Ihrem Antrag die Gewissensorientierung von uns Abgeordneten hochhalten. Das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, dass wir Abgeordnete unserem Gewissen verpflichtet sind. Was Sie aber versäumt haben, sind die politischen Gründe, die bei dem einen oder anderen zu der oder einer anderen Gewissensentscheidung führen. Weil, was Sie mündlich gesagt haben, Herr Klose, dass es um ein Sakrament ginge, das steht eben nicht drin in dem Antrag. Sie lassen vollkommen offen, ob es biologistische oder religiöse oder was weiß ich für Gründe sind, die zur Gewissensentscheidung führen. Diesen politischen Streit, finde ich, sollten wir aber weiterführen. Zusammenfassend, ja, auch wir begrüßen es, wenn ein selbstverständliches Recht hier in Deutschland demnächst auch wahrgenommen werden kann. Zweitens, es ist ein richtiger Schritt, aber der Kampf geht durchaus weiter, wie meine Vorredner schon deutlich gemacht haben. Ich bedanke mich. Das Wort hat Herr Abg. Boddenberg für die CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Lassen Sie mich vielleicht eine Vorbemerkung machen, lieber Kollege Kai Klose, lieber Kai. Ich will ausdrücklich sagen, dass wir über diese Frage miteinander reden. Das tun wir nicht erst seit Beginn unserer gemeinsamen Arbeit in der CDU-Grünen-Koalition, sondern das gab es auch vor dieser Legislaturperiode. Ich will zum einen sagen, mir nötigt bis heute, und das wird auch so bleiben, großen Respekt ab, mit welchem Respekt und mit welcher Offenheit es möglich ist, mit Kai Klose und vielen anderen auch in den Reihen der GRÜNEN über diese Frage zu reden, ja, auch zu streiten. Aber vor allen Dingen nötigt mir Respekt ab, mit welcher Empathie und welcher Betroffenheit und welcher wirklich großartigen persönlichen Haltung Kai Klose heute hier gesprochen hat. Und es ist, wie die Bundeskanzlerin, glaube ich, gestern zu Recht festgestellt hat, tatsächlich keine gesetzliche Fußnote, über die wir hier reden. Wir reden über Artikel 6 Grundgesetz. Wir reden über Überzeugungen von Menschen aus ganz unterschiedlichen, auch aus religiösen Gründen. Wir reden darüber, dass durchaus nach wie vor viele der Meinung sind, dass das Verfassungsgericht, das sich 1993 sehr dezidiert mit der Frage seiner Definition der Ehe beschäftigt hat, indem es gesagt hat, die Ehe ist eine Verbindung von Mann und Frau. Aber ich will gleich hinzufügen, wir reden auch natürlich über Urteile des Bundesverfassungsgerichts zu all den Fragen, über die wir hier häufig auch gesprochen haben und von denen man sagen kann, ja, es gibt eine Entwicklung in unserer Gesellschaft und auch in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Insofern wäre ich dankbar, wenn wir uns zunächst vielleicht alle miteinander vornehmen, dass wir nicht darüber spekulieren, was mögliche zukünftige Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zu dieser Frage sagen. Da darf jeder seine Vermutung äußern. Aber ich bin mir bei Blick auf die Genese der Urteile der letzten 20, 25 Jahren eben nicht sicher, was das Bundesverfassungsgericht sagen würde. Insofern finde ich, sollte man zunächst einmal diejenigen akzeptieren, die sagen, ich habe auch aus verfassungsrechtlichen Gründen ein Problem mit dieser Frage. Jetzt will ich nicht reden von den Kirchen, den katholischen Bischöfen. Auch dort sehen wir übrigens Entwicklungen, wie ich finde, eine ganze Reihe von Entwicklungen, die ich sehr gut nachvollziehen kann. Aber ich nehme für mich persönlich vielleicht einmal den Anspruch, dass auch ich selbst mit mir sehr ringe, wenn es um die Frage geht meiner katholischen Erziehung und meines katholischen Glaubens und meiner Überzeugung auf der einen Seite, ich aber auch die Realitäten wahrnehme. Deswegen ist, glaube ich, an keiner Stelle der Debatte in dieser Woche oder in dieser Zeit so sehr angebracht, dass wir respektvoll und würdevoll mit dieser Frage umgehen. Das ist mein Appell morgen an alle Vertreterinnen und Vertreter im Parlament, falls es denn zu dieser Aufsetzung auf die Tagesordnung kommt. Aber das ist auch meine Bitte und mein herzlicher Appell an alle hier im Hause, wenn es zukünftig um diese Fragen gehen sollte. Und ein Letztes. Ich habe mich bei Kai Klose bedankt und ihm, glaube ich, zu Recht, und das bestätigt ja auch das ganze Haus, Respekt gezollt. Ich will ausdrücklich heute auch, gerade heute, Anlass nehmen und mich bei Joe Dreiseitel sehr bedanken. Ja, Herr Kollege Lenders hat zuletzt auch darauf angespielt, dass eine Entscheidung, wie auch immer sie ausgehen mag, am Ende nicht automatisch bedeutet, dass Diskriminierung endet. Ich glaube, in dieser Frage sind wir uns nun wirklich alle einig, ausnahmslos einig. Applaus
Und in dieser Frage will ich ausdrücklich sagen, lieber Herr Staatssekretär Joe Dreiseitel, haben Sie Außergewöhnliches geleistet, in jeder Hinsicht mit viel Überzeugung. Ich bedauere, dass es irgendwann den Tag geben wird, wo Sie sich mit anderen Dingen in Ihrem Leben beschäftigen müssen. Aber ich will heute schon einmal Anlass nehmen, ein herzliches Dankeschön zu sagen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Dann kommen wir zur beantragten namentlichen Abstimmung. Soll ich beginnen? Augenblick, ich muss den erst noch offiziell noch mal verlesen. Meinte nur den. Ja, klar. Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der SPD, DIE LINKE und der FDP betreffend Ehe für alle endlich umsetzen. Drucksache 19/5066. Ich beginne mit der namentlichen Abstimmung. Frau Kollegin, bitte schön. Ich muss das machen, ja. Ulrike Alex, Tarek Al-Wazir, entschuldigt, Dr. Walter Arnold, Lena Arnold, Sabine Bächtle-Scholz, Jürgen Banzer, Dr. Ralf Norbert Bartelt, Elke Barth, Alexander Bauer, Nicola Bär. Holger Bellino, Peter Beuth, Dr. Frank Blechschmidt, Markus Bocklet, Michael Boddenberg, Volker Bouffier fehlt, Ulrich Kasper, Wolfgang Decker, Christoph Degen, Corrado Di Benedetto, Klaus Dietz, Angela Dorn, Tobias Eckert, Sigrid Erfurt, Nancy Faeser, Gabriele Faulhaber, Martina Feldmeier, Uwe Frankenberger. Dieter Franz, Jürgen Frömmrich, Kerstin Geis, Lisa Gnadl, Eva Goldbach, Wolfgang Kreilich, Timon Kremmels, Stefan Krüger, Gernot Krumbach, Stefan Krüttner, Heike Habermann, Jörg-Uwe Hahn, Ursula Hamann, Karin Hartmann, Christian Heinz, Birgit Heitland, Heike Hofmann, Andreas Hofmeister. Brigitte Hofmeier, Rüdiger Holschuh, Hartmut Honka, Hans-Jürgen Irmer, Norbert Kartmann, Heiko Kasseckert, Frank-Peter Kaufmann, Irmgard Klaff-Isselmann, Horst Klee, Hugo Klein, Kai Klose, Eva Kühne-Hörmann, Gerald Kummer, Dirk Landau, Judith Lannert, Jürgen Lenders, Angelika Löber, Frank Lorz, Ernst Ewald Roth, Günther Rudolph, Dr. Thomas Schäfer. Oh, Entschuldigung, ich habe eine Seite überblättert. Heinz Lotz.
Daniel May, Gerhard Merz, Markus Meißner, Klaus-Peter Müller, Karin Müller aus Kassel, Regine Müller, entschuldigt, Petra Müller-Klepper, Handan Özgüven, Mürvit Öztürk, entschuldigt, Manfred Penz, Lucia Putrich, Lothar Quanz, Claudia Ravensburg, Clemens Reif, Michael Reul, Boris Rhein, René Rock. So, jetzt sage ich es noch mal. Ernst-Ewald Roth, Günther Rudolph, Dr. Thomas Schäfer, Thorsten Schäfer-Gümbel, Jan Schalauske, Hermann Schaus, Norbert Schmidt, Mariana Schott, Armin Schwarz, Uwe Serke, Michael Siebel, Daniela Sommer, Ismail Tippi, Tobias Utter, nein, Joachim Fallmann, entschuldigt, Matthias Wagner, Astrid Wallmann, Thorsten Warnecke, Sabine Waschke, Marius Weiß, Kurt Wiegel, Bettina Wiesmann, Dr. Ulrich Wilken, Axel Wintermeyer, Janine Wissler, Karin Wolf, Andrea Ypsilanti, Turgut Yüksel. Hat jemand nicht einen Aufruf erhalten von denen, die hier sind? Jeder hat seine Stimme abgeben können. Dann schließe ich die namentliche Abstimmung und lasse auszählen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Ihnen das Ergebnis bekannt geben. Mit Ja stimmten 42 Abgeordnete, mit Nein 55 und entschuldigt waren 13 Abgeordnete. Damit ist dieser Antrag mit Mehrheit abgelehnt. Kommen wir jetzt zur Abstimmung über den Antrag der Fraktionen von CDU und Bündnis 90 Die Grünen, der Top 75, 19/50, 80. Wer diesem Antrag zuzustimmen gedenkt, bitte das Handzeichen. Das ist die CDU und die Grünen. Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Die FDP-Fraktion. Ich gehe davon aus, dass es bei den anderen beiden Fraktionen nicht Beteiligung ist. Ja. Dankeschön. Dann stelle ich fest, dass dieser Antrag angenommen worden ist.